Moin Leute, willkommen zurück zu bei Totalüberraschung 2. Und wie ihr schon gesehen habt, nein, wir wollen nicht aufgeben, denn wir haben jetzt schon alles fertig gemacht. Und jetzt werden wir mal warten, bis die Leute hier ankommen. Also ich kann mir ein bisschen vorspulen, das dauert jetzt Ewigkeiten. Letzten Folge haben wir sehr viele Kämpfe wieder gehabt. Jetzt hat mich am Ende Honma auch angegriffen. Ach, Honma, der kleine Wichser. Ja, ist, ich meine, hey, er ist voll cool. Ja, ich mag ihn. Er hat nur zwei Bogenschützen, das habe ich eben noch gerade in der anderen Aufnahme gesehen. Na, da sind die zwei. Er klettert ja auch hoch mit und so. Und das sollten wir also dementsprechend, glaube ich. Der Feind hat einen Turm eingenommen! Ja, ganz gut hinkriegen. Er hat auch nur Speerkämpfer oder Bogenschützen, also er hat nichts Besonderes. Genauso wie ich habe auch nichts Besonderes, aber er hat halt deutlich mehr als ich. Wie man hier unschwer erkennen kann, hat er ja sehr viel. What the fuck? Oh, what the fuck ist da denn los? Das Gute ist aber, dadurch, dass der ja die Mauern hochklettert und alles, kriegt er schon mal gut Schaden und. Und wenn er den Turm nicht einnimmt, kriegt er auch die ganze Zeit von dem gut was reingeballert. Deswegen. Ja, das sollten wir nicht hinkriegen. Also, das ist halt unsere Haupt. Also, weil der. Das ist einfach die Hauptfestung, mit der wir verteidigen. Also, wenn wir es hier nicht geschaffen, dann haben die letzten. Man weiß ich, wie viele Matches doch gar keinen Sinn ergeben. Dann hat das doch alles gar nichts gebracht. Jeder Kampf ist dafür, um sich auf den nächsten vorzubereiten. Was macht der denn da? Die haben noch Sperrformationen, ne? Ja. Der Feind hat einen Turm eingenommen! Oh nein! Lasst das Feuer regnen. Oh. Ups, die Pfeile sind aus Versehen, ja. Ah, danke. So, der Generalboy kann ja auch mal ein bisschen sein. Mates helfen, gell? Gut. Wenn die hier ein bisschen weiterkommen würden, dann die Gegner, würde ich dann hier ein bisschen in die Seite reinballern. Oder kämpfen, meine ich. Ich meine, es ist wie so ein. Hey, what the fuck? Ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen hinzuschießen, zu zielen, damit die Bogenschützen nicht unsere eigenen Männer killen. Denn ihr wisst, die Präzision ist scheiße. Wirklich sehr scheiße. Ich meine, 25 von 100? Ja. Scheiße.
So, jetzt greifen wir noch ein bisschen hier von der Seite an. Los, zeig mir mal, was ein richtig Battle ist, Mann. En garde! Voll in die Kehle! Er ist tot! En garde! Nee, warte. Was sagen kann. Das sagen Samurai, wenn sie kämpfen? Für Ehre! Warte mal, rennen die weg? LOL! Ach du Scheiße, guckt euch diesen Haufen an. Okay, ihr wisst, ihr kennt dieses alte, gute alte Tontaubenschießen. Flieg, 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 ihr kleinen Vögelein. Fliegt, fliegt, flieg, 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 ihr kleinen Vögelein. Kann ich jetzt? Oh ja, kann ich. Oh, da kommt. Oh mein Gott, ist das ein Hagel. Mit Feuerfallen sieht man die Pfeile richtig auch mal. Wie viel das eigentlich sind, ey. Jetzt würde ich so 30 Bunge-Einheiten gerne hier perfekt aufgereiht haben wollen. Auch hier drauf und dann einfach nur drauf. Wahrscheinlich würden dann immer noch welche entkommen bei der Scheißposition, die haben. Es sei denn, das sind Menschen. Dann könnte man vielleicht sogar. Ne, und so ist schon. Könnte man vielleicht sogar es schaffen, alle zu killen, bevor sie wegrennen. Ich würde sagen, wir haben ihm auf jeden Fall schon echt einen guten Schlag versetzt. Und, ja, mal gucken, ob mich noch jemand angreift. Mal gucken, ob mich noch jemand angreift. Oh, wir haben eine komplette Einheit verloren. Das ist nicht gut. Ach, das ist nächstes Jahr alles eh garnisiert und ist cool. Wir haben 277 Leute verloren. Ach du Scheiße, und 200 davon sind. Okay. Also hauptsächlich nur von den beiden, aber also meistens von dem. Der hat noch verbleibend 300. Oh, oh. Oh, das ist gut. Ach du Scheiße. Ich werde heute. Ich werde wohl nicht die nächste Runde spielen. Was hat der hier? Bogen, Bogen. Ja, da hat es wieder ein bisschen Bogen. Da hat er nur einen Bogen. Okay, da hat sehr wenig Bogeneinheit tatsächlich. Er hat sehr viele Nahkämpfer, aber. Okay, das sind 3600 und 1600. 5000 Leute in mein Gesicht. Das kann nicht wahr sein, ey. So, ich habe jetzt hier alles schon mal aufgestellt und ich bin guter Dinge, yeah. Ich kriege jetzt auch erstmal. Oh nein, wir kriegen so hart aus dem Maul. Warum kommen die denn von da? Oh. Hab ich den jetzt mal stehen gehabt? So eigentlich ganz gut. Muss ich mich mir eben hier umorganisieren, damit das wieder ausläuft, gell? Der General muss von seinem Lieblingsplatz weg. Es tut mir leid. Aber da wärst du einfach zu leichte Beute von hinten. Hat er denn viele. Ach ne, die haben ja allgemein wenig Bogenschützen. Ne? Die haben nur 8 Bogenschützeneinheiten insgesamt. Ich habe sogar mehr als der. Als die. Als der.
Was mich halt interessiert gerade, ist halt... Was der mit dem gerade macht, Alter. Ah, die haben auch so... Ach ja, die sind auch so mega... Ach, wenn er die weghauen würde, das wäre praktisch. Ja gut. Dass ich es jetzt gesehen habe, ne? Verspätung, das hätte schlimm sein können. So, baller, da mache ich die schon rein in die kleinen Pupsnasen. Was hat er hier? Der hat nur einen Nahkämpfer auch, das ist gut. Ja, also wenn er die zwei weghaut, wäre das schon eine gute Hilfe, aber... Warum hilft er mir überhaupt? Ich meine, wir sind nicht mal verbündet oder sonst was, also... Keine Ahnung. Macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ah, ne, warte, die werden dann nur zu Tode geballert. Schicken wir die auch mal nach da. Ist hier irgendwas? Da. Da sind die Bogeneinheiten. Also, das ist tatsächlich eigentlich so ein richtig guter Punkt, wo man einfach hier verteidigen kann. Das Problem ist aber, wenn der Feind sehr viele Bogenschützen hat oder allgemein Bogenschützen und die richtig gut einsetzt, kann er einfach. Dann kann er easy eigentlich so wie beim Anfang irgendwie hatten wir mal, dass hier so richtig viele Bogenschützen waren und die einfach hier hochgeballert haben. Was halt durchaus nicht geil ist. Das hat mir jetzt nicht, dass wieder so ein Bug-Scheiß, weil irgendwie bewegen sie sich die nicht. Das ist dumm. Das macht keinen Sinn. Oh doch. Ach, danke schön. Da kommen noch mehr. Ich sehe alle. Oder ist das einfach. Sind die einfach überfordert, weil hier einfach so viele Leute. So viele Einheiten überall rumlaufen. Was ist hier? Bogeneinheiten. Okay. Was macht der General von denen hier? Der ist voll dumm. Was soll denn das? Ich würde ungern vorspulen, muss ich ehrlich sagen. Der macht ja noch einen Last Stand mit seinen Einheiten. Ich weiß nicht, warum. Der Turm ist gut. Komm schon ein bisschen näher, kannst du noch kommen? Ja, perfekt. Hä, was? Wo schießen die denn hin? Die haben die ernsthaft gerade einfach aus. Die haben ernsthaft gerade auf dem. Was? Warum? Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Lol. Das ist ja dümmste Scheiße ever.
Sika wieder überfordert, ja? Ihr sollt verfickte Scheiße nochmal dahin. Los. Bewegt eure fetten Ärsche, Mann! Hallo? Der Feind hat einen Turm eingenommen. Oh nein. Hat andere Probleme, Mann. Alter, sind das viele, ey. Also das ist wirklich so das erste Mal, dass ich denke, scheiße, Mann. Das könnte ich echt verlieren. Ey, die schießt... Was? Die schießen auf unsere eigenen Leute! Sind die kernbehindert? Hallo? I don't get it. Warum sind die so dumm? Das ist anstrengend, ey. Ihr sollt euch bewegen! Junge, soll ich einen Zeitbomb machen, damit das nicht so kompliziert ist, oder was? Alter, das ist so nervig, ey. Ohne Scheiß. Ich glaube, das ist echt the way to go, Alter. Anders funktioniert es irgendwie nicht. Zeitlupe ist irgendwie besser dann. Also hier ist immer noch so ein Matschhaufen. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Ach so, die, ja gut. Mehr zu erwarten. Ja, aber... Wenn die scheiß Idioten nicht mal dahin bewegen, kann ich nicht das, nichts dafür, wenn ich das nicht halten kann. Hallo, du sollst dahin laufen! Ich kotze gleich. Ich werde das verlieren, weil meine scheiß-Hurensöhne von Soldaten nicht das tun, was ich sage. Was ist da? Da steht einfach nur, okay. Hey. Jetzt bewegen die sich Arschlöcher mal. Meine Fresse. Was ist das für eine Formation, ihr Lappen, ey?
erstmal, dass sich hier was bewegt. Sehr angenehm. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Alter Junge, geht mir das auf die Nerven. Läuft, nicht im Gefecht. Okay, der läuft. Interessant. Sehr wenig Bewegung. Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord. Fast gar keine Bewegung sogar. Memo und mich, die kleinen Hurensöhne, nicht bewegen, wenn sie erstmal da stehen, wenn eine größere Armee gesteuert werden muss, weil sonst klappt das irgendwie nicht. Kommt die KI nicht mit. Zu kompliziert. Ech, Mann, ey, dieses Match ist sehr anstrengend. Oh, scheiße, sind das viele Pfeile auch, die hier fliegen? Ja, ihr dürft euch bewegen. Danke. Ach Mann, ey. Gehen die mir auf die Eier. So, ihr geht jetzt in Nahkampf. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch. Verpisst euch. Ach! Ihr bewegt euch jetzt! Danke! Endlich. Ich weiß, dass ihr noch lebt. Danke. Jetzt könnt ihr wieder zurückgehen. Ne, da passiert einfach gar nichts. Die sind einfach so brain AFK. Na gut, dann geht ihr jetzt noch da. Verpisst euch.
So, andere Kollege ist ja schon tot, ne? Es sind auch noch welche. Die kamen schon nicht vom letzten Mal noch hinterher irgendwie. Das ist das Problem, wenn man Bogenschützeneinheiten hat, die einfach nichts machen. Ach, hier sind drei Einheiten drin. What the fuck? Wo wollt ihr hin? Ah, ich muss mich bewegen und dann schießt ihr auch. Dankeschön! Sehr freundlich. Okay, ihr Kollegen, geht mal noch da. Falls da ein bisschen zu viel Stress ist, könnt ihr da noch mal ein bisschen... Langsam läuft sie da, kann das sein, weil so viele jetzt gestorben sind. Ist cool, dass du mal noch da musst. Ich habe, glaube ich, eine neue... Bisschen Unterstützung auf der Seite. Verlieren hier, ihr scheiß Idioten. Nicht im Nahkampf, fickt euch zurück. Bitte. Bitte. Na los! Mein Lord, Ihr General ist gefallen. Ein schwerer Schlag. Yay. Ich würde mich ja gern freuen, aber ich habe auch andere Probleme gerade. Ihr seid immer noch nicht da. Ey, meine Fresse, bitte meine Oma ja schneller und die hatten. Egal, ich sag nichts. Alles gut. Ist okay. Ist okay. Nein, ist cool. Ich bin so glücklich. Ja. Machen wir mal eine normale Geschwindigkeit, gell? Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld! Welch eine Blamage! Ja, kann ich ihn nicht verübeln. Der Feind hat einen Turm eingenommen!
sind immer noch so viele Leute überall. Ach du Scheiße, ey, dieses scheiß Bug, mit dass ich nichts machen kann, mit den Bogen, ach und alles, das ist echt, hilft nicht, Alter. Das ist Garnison, das ist keine Garnison. Dann verpisst euch mal. Alles gut, Leute, rennt. Ihr werdet das überleben. Ihr werdet noch euren Kindern davon erzählen. was denn für eine Aufstellung, ihr Lappen? Da können wir eben von hinten einfach reinkommen, ne? Das gefällt mir nicht. So, ging ihr heute so hart auf den Sack die ganze Zeit. Ihr scheiß Hurensöhne, weil ihr euch nicht bewegt habt. Das ist Garnison. Ja gut, dann ist es ja scheißegal, wenn die verrecken die Arschlöcher. Werdet ihr jetzt gleich in Nahkampf gehen, erstmal richtig hart von rein hinten reinballern. Damit die noch ein bisschen was zum Ballern kamen, ne? Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord. Fuck. Nicht gut. Ich habe auch keine Munition mehr. Scheiße, irgendwie habe ich jetzt übelst Muni überall verloren. Ihr habt ja keine Munition mehr, aber bewegt euch mal noch dahin, bitte. Dankeschön. Alle! Oh Mann, seid ihr dumm.
auch noch umkämpfen. Ich weiß gar nicht, die hier safen, aber sonst haben wir echt viel verloren. Ich weiß noch nicht mal, ob die als safen zählt, weil... Ja, kein Plan. Aber die haben auch echt viel Schaden erlitten schon alle. Sollten wir eigentlich gewinnen? Ist immer noch gleich, deswegen... Sollte, was weiß ich, keine Ahnung. Ist eh alles von Arsch. Ja, aber die haben so viel verloren. Nee, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie das noch schaffen. Ich glaube es zwar nicht, aber oh mein Gott, das kann trotzdem sein. Ich weiß es nicht. Ey, dieses Match dauert so scheiße lange. Wie lange dauert denn das jetzt schon? 22 Minuten ungefähr. Dann ist die Folge jetzt auch schon wieder über 30 Minuten wahrscheinlich, ne? Das war mega buggy, Kotzwirk-Level, Schlachtkram irgendwie, ja. Guckt euch diese Schlachtfelder an, ey. Helling auch richtig. Alter! Ach du Scheiße. So, du hast ja auch eine Pause verdient. Bist nicht noch da. Was ist mit dem denn hier? Hing der da die ganze Zeit fest oder was? Das kann sein. Ja, ich würde mal sagen, das hätten wir aber in der Tasche. Sieht es langsam eindeutig aus. Also ich meine, von dem Teil hier eben war das die ganze Zeit 50-50 irgendwie. Aber jetzt auf einmal... Hat sich das ein bisschen geändert? Ist das dein Ernst? Du gehst um... Ist ja schön, dass ihr euch fit halten wollt, ne? Aber könnt ihr das bitte nicht in der Schlacht machen, Alter? Gottes Willen, ne?
So, jetzt, was ist denn hier noch irgendwas? Hm? Ey, warum läufst du denn jetzt auch die Scheißrunde, Mann? Ihr habt ja nicht mal, ihr habt Pferde, ihr Vollidioten. Die Pferde brauchen auch ein Training, ich verstehe schon. Ja, du fucking get it, man. Wer ist das eigentlich gewonnen oder nicht? Was ist los jetzt? Hallo? Ja, dann Spiel. Ist das okay? Na, jetzt kann der General auch mal ein bisschen was machen, ne? Eben konnte er natürlich die ganze Zeit nichts machen. Das ist ein sehr schönes Haus. Hm. Hat auch die Fähigkeit, ein bisschen zu schweben. Krass, oder? Das ist ganz neu. Da, 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 da. Was ist denn der? Müsste doch noch irgendjemand sein. Hallo? Ist das ein Bug oder was? Ey, das ist doch. Ich hab doch safe gewonnen oder nicht? Was ist das für ein Quatsch? Hallo? Ich bin hier gerade so. Spule die ganze Zeit vor, weil irgendwie geht's nicht zu Ende und dann sieht man, was ich hier gefunden habe. Ist das ein Sch... euer Ernst? Wirklich? Ist das der Grund? Wenn ja, dann... Leute... Okay, ist doch nicht der Grund. Oh Mann, ey. Okay. Passiert einfach gar nichts mehr. Irgendwie, pff, weiß ich. Ich weiß nicht, ob. Ich, irgendeine Einheit ich nicht gefunden habe. Ich bin mit dem Pferd rumgerannt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mit meinem Kanal überall lang gelaufen. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas übersehen habe. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Ja, wir haben gewonnen. Mit sehr hohen Verlusten. Aber dafür, dass der Feind 5000 hat und wir 3000 haben wir... Ja, durchaus gut. Den auch dezimiert. Ich meine, die Kills 560. Ja, genau. Als ob. Ist hier noch ein krasseres Rückhörtchen? Ne, 560 ist es, okay. Leben die denn noch? Ist halt die Frage. Was ist von meinem Mate? Aber ne, ich habe gar kein Bogen-Dingens verloren. Also es ist, einer von denen ist es halt. Ja gut. Darf ich mich jetzt ein bisschen ausruhen auf der Stadt, Insel, Kram? Das wäre echt super, danke. Oh mein Gott. Okay, ich werde jetzt erstmal hier aufhören und dann... Ach du Scheiße, Mann. Ich möchte erstmal das hier gucken. Kann ich hier irgendwie... Ich habe sehr viele Leute verloren. Naja, ich brauche Einheiten. Und zwar ganz dringend. Gut, dann werden wir das nächste Mal wahrscheinlich hier den Takeda ein bisschen aufräumen und ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.